Hallo und herzlich willkommen zu unserer Juli-Sendung von Easy Young. Wir streamen heute mal wieder über YouTube und deswegen könnt ihr alle eure Kommentare gerne in Live-Chat schreiben oder natürlich wie immer über Facebook auch zu erreichen. Wie ihr seht, ist es heute eine Open-Air-Sendung. Das bedeutet, wir sind hier im Innenhof vom Connect. Und wir haben auch viele zahlreiche Gäste hier dabei. An die darf ich hier nochmal ein herzliches Willkommen richten. Und ja, das Thema der heutigen Sendung ist Sommer. Und wie ihr seht, hier hinten haben wir auch nochmal einen Grill aufgebaut. Der soll sozusagen das Sommerfeeling darstellen. Ja, und zu unserem Zwischenstand, wenn ich meine Sprache gefunden habe. Wir waren fleißig unterwegs für euch und wir waren bei der Feuerwehr und haben da mal zugeschaut und haben ein bisschen was für euch mitgebracht. Außerdem waren wir auch noch auf der Blauen Nacht für euch unterwegs und wir haben hier dann noch ein paar Leute vom Rollsportfest in Fürth und zu denen kommen wir später auch noch. Wie immer haben wir auch ein Quiz dabei, heute aber für die anwesenden Gäste. Ihr habt alle Zettel auf den Tischen, da steht die Frage und die Antworten drauf. Dann bitte noch unten einen Namen draufschreiben, also euren Namen. Und ja, dann was es zu gewinnen gibt, sind, also wir haben dieses Mal zwei Gewinner. Das sind jeweils, die kriegen jeweils einen 10-Euro-Gutschein von der Eisdiele Dolomiti. Und ja. Ja, und diesmal haben wir es ein bisschen anders gemacht. Diesmal haben wir eine Schätzfrage. Das heißt, die Antwort versteckt sich nicht wirklich ganz in folgendem Clip, aber wir haben, glaube ich, trotzdem so ein bisschen Gefühl dafür, kann man vielleicht bekommen im Beitrag, was denn ungefähr die richtige Antwort sein könnte. Echtes Eis. Ohne Zusatzstoffe. Stand drauf. Weil ist es gar kein Eis und deswegen kommen wir nicht drauf. Wir sind heute da zum Eistesten. Ich überlege gerade, ob es überhaupt ein Eis ist oder nicht ein Sorbet. Wir haben ganz tolle Eissorten. Wir werden drei Eissorten testen. Und zwar blind, denn wir wissen noch nicht, welche wir haben. Bist du blind? Ich sehe jetzt nicht, ob du zuckst, aber... Ich sehe nicht, ob du irgendwas tust. Ja, da ist glaube ich sogar ein Löffel drin. Ich wollte gerade fragen. Du musst nicht mit den Fingern essen. Also auf jeden Fall Zimt mit drin. Mhm. Nochmal irgendwelche Stückchen oder sowas? Ja. Was ist denn das? Struktur sprechen. Jetzt sind wir übrigens in der Fruchtabteilung. Ja. Aber das riecht man. Ich überlege gerade, welche Früchte. Also ein bisschen sauer ist es. Das ist immer der Moment, wo die Leute bei Günther Jauch hocken oder allgemein im Fernsehen und immer sagen, man ist aber ganz schön schwierig, wenn man vor dem Fernseher hockt. Das weiß doch jedes Kind. Lieben. Gibt es eine Frucht, die keine Säure enthält? Erdbeer zum Beispiel. Doch, Erdbeer haben natürlich eine Säure mit drinnen. Wo ist mein Mund? Aber es ist Mango, oder? Mango? Oder Maracuja. Maracuja, ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Warte, Geruch. Ja, das ist ein Stückchen drin auf jeden Fall, ja. Ich glaube, es ist Schokolade drin. Ist es vielleicht trotzdem nur ein normales, also normales Stracciatella? Gucken wir mal. Okay, es sieht schon gar nicht so aus, oder? Ja, es ist irgendwas Rotes. Es ist grünlich und rot. Wie Grieß, oder? Es ist ein bisschen grießig. Ja, irgendwie so Milchreis. Könnte das Milchreis sein? Weil die gibt's ja auch. Ja, stimmt. Weil Zimt. Milchreis und Zimt. Wir schauen auf Milchreis. Milchreis, Zimt. Milchreis! Ja, wow. Auf jeden Fall weiße Schokolade. Das ist weiße Schokolade. Gucken wir. Guck mal. Weiße Schokolade! Sollen wir Limette, Joghurt, Maracuja tippen? Und Dings da. Das ist ein langer Name für ein Eis, oder? Ja, ist egal. Könnte auch ein Bandname sein. Kleeblatt! Das ist ja nur ein Name. Aber das ist ja nicht wirklich Kleeblatt, oder? Also, das ist ja keine Kleeblatt, oder? Vielleicht deswegen die grünen Punkte. Das ist schon das Fürth-Eis und nicht Kleeblatt. Kleeblatt-Eis, oder? Ich weiß nicht, ich müsste mal meinen Hasen fragen, der hat immer Klee gekitzelt. Wir haben uns gut geschlagen. Und? Also, abgesehen von diesem Etikettenschwindel da mit dem Kleeblatt, was auch immer da drin ist. Da werden wir nochmal investigativ nachschaulieren. Meinst du, das ist vom heiligen Fürther Rasen, so vom Stadion? Da hat es wenig Klee drin. Ja, deswegen. Deswegen ja. Weil die da immer rumgehen zum Pflücken. Ja, klar. Ja, wir haben tatsächlich nochmal nachgefragt, aber wir uns
wollte niemand sagen, tatsächlich, was denn alles drin ist, streng geheim. Aber im Internet war irgendwann zu lesen, dass es tatsächlich vielleicht Sauerklee drin war, aber zumindest keine künstlichen Zusatzstoffe, also könnte tatsächlich Klee gewesen sein. So, wie immer haben wir heute auch musikalische Unterstützung dabei und da darf ich auch herzlich willkommen heißen Rainer Reier und die performen jetzt, also performen, sie singen jetzt ihren Song Black Fog. Dankeschön. Thank you.
Dankeschön. Dankeschön. So, vielen Dank für unsere Gäste, für die musikalische Darbietung. Und ja, an der Stelle möchte ich euch nochmal an das Quiz erinnern. Also falls ihr euren Zettel noch nicht ausgefüllt habt, dann tut es bitte jetzt und bitte gebt den im Anschluss dann auch ab, ja? Danke. Ihr wollt ja auch was gewinnen. So, jetzt kommen wir mal von Schwarz. Da haben wir ja super tolle Überleitung, nämlich zu Farben. Ich weiß zwar, dass Schwarz keine Farbe ist, aber ihr kennt sicherlich alle die blaue Nacht. Und bei der, habe ich gehört, wart ihr, oder? Ja, wir waren das und wir waren da zu fünft. Wir hatten da auch sehr viel Spaß. Es gab sehr viele interessante Dinge, aber es war auch ein bisschen peinlich, weil wir haben da auch gesungen. Hi, wir sind heute auf der Blauen Nacht 2017. Das Thema heißt Odyssee und es sind echt wirklich ein paar spannende Sachen dabei, die wir uns jetzt noch anschauen. Viel Spaß! Was macht ihr denn heute hier? Ja, wir verkaufen die Blinkies von der Nürnberger Versicherung. Wir sponsern die Blaue Nacht und es wird eben dann für die nächste Blaue Nacht gespendet, das Geld. Kannst du vielleicht kurz erklären, was die Blinkies sind? Die Blinkies sind kleine Magneten, die man überall hier ranmachen kann und die blinken dann eben schön blau und dann ist man selber schön blau. Gefällt dir denn heute die Blaue Nacht? Ist sehr schön und ja, wie immer jedes Jahr, einfach schön blau und einfach eine schöne Stimmung hier. Gibt es ein besonderes Highlight für dich? Alkohol. Willkommen zurück, 15 Minuten Ruhm. Ihr alle seid Popstars, wenn ihr es nur wollt. Und ihr könnt in 15 Minuten haben, was Popstars ihr ganzes Leben lang haben müssen. Und wie sich das anfühlt, können wir gleich zwei weitere Leute fragen. Und zwar mit dem neuen Album heute noch Bianca und Max. Applaus bitte! Jetzt endlich dürfen sie euch live erleben. Was ist das für ein Gefühl? Ein gutes Gefühl. Wie geht es dir damit, Max? Wie lange möchtest du diesen Job denn machen, Popstar sein? Bis ihr 100 seid. Oder weiter. Und weiter und über den Tod hinaus. Bianca und Max. Eure Tochter! So, das war's von der Blauen Nacht 2017. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
So, leider ist die liebe Bianca heute krank, denn eigentlich sollte sie die Moderation übernehmen. Und deswegen sollte auch an der Stelle eigentlich, glaube ich, was kommen von wegen, wie lustig das doch zusammen war für euch beide. Allerdings, da sie nicht da ist, können wir ruhig mal ehrlich sein. Das hätte ich schon einfach nur dazu gezwungen, oder? Ja, im Grunde schon, natürlich. Aber es war ja auch sehr interessant und es hat auch Spaß gemacht. Ja, dann passt, glaube ich, der nächste Song besonders gut zu dem Beitrag, der ja sehr blaulastig war. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Song von Rainer Reier, und zwar Drinks and Dips. Okay. There's a party, but I'm not going to enjoy drinks and dips. Don't miss me, I don't miss you, but wanna see you again. One day we'll meet again. Birthday, I know, but unfortunately I was at work, working train again and again. So please forgive me, I'm on chain. Dankeschön. Oh, hallo. Hallo, guten wir Tag. Überraschen euch mal ein bisschen hier von hinten. Hi. So, also wir wollten mal ein Künstlerinterview durchführen. Und ja, wir haben da mal ein paar Fragen. Kommt okay. Mal davor. So. Kommt mal zu uns, kommt mal zwischen uns hier. Muss ich dazwischen ja, stehen? Genau, komm. So ist glaube ich gut. Ja. So, seit wann macht ihr denn zusammen Musik und seit wann in dieser Konstellation? Wir machen schon ziemlich lange Musik und zusammen seit einem Jahr genau. Ja, einem Jahr, einem Monat und einem Tag jetzt. Wenn wir ganz genau sind, ja. Das heißt, wir haben das Jubiläum knapp verpasst? Ja. Ihr habt das Einser-Jubiläum erwischt. Und wer von euch jetzt eigentlich Rainer und wer ist Reier und wie ist halt auf den Namen gekommen? Also Rainer ist der da und Reier ist der da, den er da dabei hat. Und ja, der Rainer ist an uns herangetreten und hat gesagt, er will einen Soundtrack zu seinem Leben. Und dann haben wir uns gedacht, das geben wir ihm. Okay. wie würdet ihr selber euren Musikstil definieren? Lo-Fi-Folk. Ja, wie wir nennen es auch immer, Scooter-Folk. Scooter-Folk, es ist einfach Scooter-Folk. Vielleicht noch ein paar Bezeichnungen dranhängen, dann wird es noch ein bisschen ausgefeilter und länger, oder? Also Alternative kann man immer sagen. Kann man immer sagen. Indie kann man immer sagen. Ist auf jeden Fall auch ein bisschen, Pop. Ist auch ein bisschen Metal drin, ein bisschen Rammstein. Bisschen man hört alles so ein bisschen raus. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja, danke. Vielen Dank fürs Interview. Gerne. Gerne. Eine Frage hätte ich schon noch, und zwar, wo er denn so als nächstes spielt?
Also, wir spielen am 22. Juli bei den Board Nerds in Nürnberg. Das ist ein Stück raus. Es wird, glaube ich, schön am Fluss. Die versuchen da, die versuchen da zu surfen, aber es ist immer keine Welle da. Aber es ist, glaube ich, trotzdem schön. Dann spielen wir auf dem Badentreffen am Sonntag. Das ist der 30., wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um 15 Uhr auf der Mutzbühne. Und in der Woche danach, am 3. August, sind wir wieder hier in Fürth zu sehen, auf der Terrazza an der Bibliothek für die Rooftop Stories. Und kurz danach, am 6. August, spielen wir auf dem Weinturm Open Air bei Bad Windsheim ist das. Ist leider aber schon ausverkauft, soweit ich weiß. Weil wir spielen, ist es ausverkauft, ist ja wohl klar. Ja. Aber dann finde ich bestimmt auch im Internet auf YouTube, Facebook irgendwo. Ja, genau. YouTube, Facebook, Bandcamp, einfach Rainer Reiher eingeben. Es gibt nicht viele Rainer Reihers, da kommt dann die Musik. Und ja, kann man sich gut reinziehen auf jeden Fall. Ist genau das Richtige für den Sommer. Auf jeden Fall. Gut, dann danke und wir freuen uns schon auf euren letzten Act dann später noch. Wir auch. Danke. Dankeschön. So, was ihr gerade gesehen habt, war ein Teaser und zwar zum Rollsportfest. Das findet nämlich jährlich immer statt und gut trinken, gute Idee. Und das war jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre her oder haben wir auf jeden Fall aus dem Archivmaterial mal zusammengeschnitten. Zwei Jahre her. Und jetzt haben wir euch da und würden euch mal ein paar Fragen dazu stellen, was denn da so abgeht. Also stellt euch doch mal selbst vor. Ja, ich bin der Paul, 21 Jahre alt, aus Fürth. Ja, ich bin der Luca, bin auch 21. Wir machen das jetzt schon ein bisschen länger mit. Paul und ich übernehmen in erster Linie jetzt mittlerweile das DJing. Selbst Skateboarder, ich BMX. Ja, Sebastian, 35. Ich mache den Skate Contest und das Rollsportfest vom Jugendhaus Hardware aus mit Caro und Daniel vom Ketchup. Ja, ich bin der Keule, Moderation BMX und bin dafür die Stimmung zuständig. Sehr gut. Und seit wann betreibt ihr dann selbst? Also du hast gemeint, du bist selbst unterwegs und eigentlich alle oder alle? Und seit wann betreibt ihr selbst dann eigentlich den Sport auch? Ja, bestimmt so. Also ich seit 10 Jahren. Also wir sind schon auch seit dem ersten Skate Contest mit dabei. Da wurden wir vom Jugendhaus gefragt, ob wir da eben mithelfen wollen, weil wir selber Jugendliche sind. Und wir natürlich am besten wissen, was wir wollen bei so einem Contest und was uns so vorschwebt. Und seitdem sind wir dabei. Und so Skaten mache ich persönlich seit 10 Jahren ungefähr. Und bei dir? Ja, in erster Linie war das ja der Skate Contest. Und ich fahre ja BMX, deswegen konnte ich dann eigentlich immer nur die Musik übernehmen. Und jetzt glaube ich seit 3 Jahren
gibt es jetzt das Rollsportfest. Und da sind, kann ich wir sagen, eigentlich auf die Idee gekommen, die drei Sportarten, die eben am Skatepark sich treffen und verstehen sollten, kombiniert. Das heißt Scooter, BMX und Skateboarding in einem Contest zusammen. Das ist in erster Linie der Rollsport, das Rollsportfest. Und ja, ich fahre selbst seit, glaube ich, jetzt 6 Jahren BMX. Und bin mit Herz und Seele dabei, das mitzuveranstalten. Ja, das freut mich, dass du da mit Herz und Seele dabei bist. Wie gesagt, ich mache es jetzt seit 9 Jahren in Fürth, den Contest. Und selber, ich habe eigentlich spät angefangen. Also ich fahre, glaube ich, jetzt so 15 Jahre Skateboard. Ja, also ich fahre jetzt schon 9 Jahre BMX, bin seit dem ersten Contest, glaube ich, mit dabei. Ne? Ich moderiere halt öfter solche Veranstaltungen und bin da deutschlandweit unterwegs und die Jungs sind an mich herangetreten und haben gesagt, Keule, willst du bei uns auch Stimmung machen? Und er sagt, na klar, wenn er mich braucht, bin ich am Start. Okay, welchen Wert hat denn das Fest für euch so? Ja, für uns hat es natürlich einen ganz besonderen Wert, weil wir eben seit Anfang an dabei sind und das so seit Anfang an mit begleiten durften. Dass wir die Musik da machen dürfen, das macht natürlich auch immer nochmal so ein bisschen was Persönliches aus, weil wir beide sehr gern Musik machen. Und ja, es ist einfach ein wunderschönes Fest für Familie, für Freunde, die vorbeikommen und seine Sache, für die man lebt, irgendwie so ein bisschen auch an die Öffentlichkeit zu tragen und da einfach einen richtig coolen Tag zusammen zu haben. Ja, in erster Linie ist es natürlich auch super gut, dass wir keinen strikten Skateboard-Contest eben anbieten oder BMX oder Scooter, sondern wir versuchen eben diese drei Sportarten, wie eben genannt, zu einem zu integrieren, was irgendwie die Aufgabe von einem Jugendhaus auch irgendwie ist, quasi verschiedenste Sportarten oder irgendwie verschiedene Nationen zusammenzubringen. Und in dem Fall ist das Rollsportfest eine coole Sache, verschiedene Sportarten zu einem Event zusammenzubringen. Deswegen ist es für mich eins der besten Events in Fürth, meiner Meinung nach, weil wir eben seit Ewigkeiten dabei sind und unsere Sportart dort eigentlich ausleben können und einen super guten Tag haben. Es ist wirklich für uns ein großer Stellenwert und jedes Jahr echt ein super Ding. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass das Jugendhaus Harthöhe und die Jugendhaus Ketchup da uns seit Anfang an unterstützt und das ist natürlich nochmal sowas, wo man sieht von städtischer Seite auch, hat man die Unterstützung und bekommt man eine Plattform und hat die Möglichkeit was zu machen und das ist für eine Stadt nicht selbstverständlich und wirklich eine gute Sache hier in Fürth. Ja, ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, also ihr seid sehr da und baut es mit auf, also der Keule sorgt da nicht nur für die Stimmung, der steht da um 10 Uhr vormittags mit seinem Bus da und fährt dann die Biertische rüber und so weiter, also ihr seid so ein Hand in Hand und das ist eigentlich das Schöne, der Park gibt's her. Dort jeden Tag trainieren da alle oder haben da ihre Freizeit und das soll das Rollsportfest natürlich auch repräsentieren, da soll dann keiner ausgeschlossen werden. Ja, also grundsätzlich ist es mal richtig cool, dass man nicht nur normal im Skatepark rumfahren kann, sondern dass auch mal richtig fett Mucke am Start ist, dass ein bisschen Publikum mit da ist, dass man den Sport ein bisschen auch mal nicht nur in der Clique verbreitet, sondern dass auch die Familien mal sehen, was geht da eigentlich so auf dem Fahrrad, auf dem Skateboard, auf dem Roller. Und dann ist es halt für mich auch immer wieder super, dass ich meine Jungs dann halt da durchs Mikrofon komplett anfeuern kann und die Leute da motivieren und dann klatschen alle und freuen sich alle, dass derjenige den Trick gestanden hat oder dann auch nicht. Und es ist einfach jedes Jahr ein cooles Event, es ist mega Stimmung, es ist richtig familiär auch, weil sowieso ein Haufen Leute kommen, die man kennt und sowieso die Leute, die immer da sind, sind auch da und dann kommen noch ein paar Fremde dazu und eigentlich ist es eine riesengroße Family und macht einfach nur viel Spaß. Das heißt, ihr habt ganz schön was für die Zuschauer geboten, mehrere Sportarten, alles was rollt im Prinzip. Musik, Essen gibt's auch, oder? Ja, es gibt einen Essenstand, der Krankenwagen ist auch da, also das ist ein richtiger Event, das ist alles rundum. Also am 29.07. bis jetzt die letzten 2 Jahre hat es mal reingeregnet, aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Falls jetzt gar nicht geht, dann machen wir es am Sonntag, am 30.07., aber drücken wir die Daumen, dass dies ja ein bisschen besser läuft. Ja dann, coole Sache. Kann man auf jeden Fall empfehlen, glaube ich. Spannend zuzuschauen, auch wenn man selbst nicht vielleicht talentiert ist, auf die Schnauze zu fliegen. Aber ja, schau doch mal vorbei. Dann danke an euch und vor allem an den Sebastian. Du bist ja der Veranstalter, deswegen richte ich, glaube ich, mal den Hauptdank an dich, dass ihr hier heute da seid. Und ja, jetzt kommen wir, denke ich, noch
mal zum Grill, der die ganze Zeit hier schon hinten ist. Genau. Und zwar kommt die Sendung jetzt halt schon langsam so ins Ende, denn das hier ist jetzt der letzte Beitrag. Und zwar apropos Grill, apropos Feuer. Der letzte Beitrag ist gedreht von Jakob und Franzi, die von der Freiwilligen Feuerwehr sind. Und darum geht's auch eben. Und wer auch keine Ahnung so von Feuerwehr hat, der hat danach bestimmt eine Ahnung. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG, THW und der Rettungshundestaffel trafen sich zu einer gemeinsamen Jugendgroßübung. Einsatz Löschzug 1 und BRK zur eingestürzten Brücke Fürberger Steg. Einsatz Löschzug 1 und BRK zur eingestürzten Brücke Fürberger Steg. Wir hatten einmal unter einer Brücke, also es war eine Brücke eingestürzt und Boote haben gebrannt. Einmal ein Verkehrsunfall, wo ein Fahrzeug gegen ein Laster und dann nochmal ein Fahrzeug aufs andere Fahrzeug. Mein Lieblingseinsatz war der Verkehrsunfall, weil da ganz interessante Dinge passiert sind. Also die Lage war Auffahrunfall auf einem LKW mit einem eingeklemmten Fahrzeug in der Mitte. Ganz vorne war ein Feuerwehrauto, ein altes. Dazwischen war ein blauer Polo eingequetscht, weil hinten war nochmal ein altes Auto, was reingerast ist. Das Feuerwehrauto hat aber noch einen Fahrradfahrer sozusagen mitgenommen am hinteren Reifen, der dann flach lag. Besondere Schwierigkeiten waren in dem mittleren Fahrzeug waren Personen bewusstlos, die nicht ohne weiteres befreit werden konnten. Und ja, die Minen wurden so aufgeteilt. Einer war natürlich beim Fahrrad mit einem offenen Bruch. Dann von einem Feuerwehrauto war eine bewusstlose Person und zwei bewusstlose Personen waren im VW Polo. Im hintersten Fahrzeug ist Benzin ausgelaufen. Das musste dann beseitigt werden. Und der LKW, also wir haben simuliert, dass der LKW quasi über einen Fahrradfahrer drüber gefahren ist, der ebenfalls versorgt werden musste. Beim Fahrradfahrer mit offenem Bruch mussten sie halt schauen, dass sie das Bein möglichst wenig bewegen und mich halt auch mit einer Trage wieder rausbringen. Das mittlere Fahrzeug hat gebrannt, das haben wir durch eine Nebelmaschine simuliert. Meiner war mit dem Waldbrand, weil da sind wir rumgelaufen, haben Schläuche gelegt und haben auch Patienten betreut. Ja, krass, was da alles geboten ist so bei der Feuerwehr. Vor allem sieht es ja eigentlich wirklich teilweise aus wie ein Filmset. Also da geht mein Filmerherz ein bisschen auf. Könnte man mal fast vorbeischauen und heimlich ein bisschen ein paar Szenen mitdrehen. So, also Simon, die Sendung neigt sich schon dem Ende und dazu kommen wir auch für die Antwort für das Quiz. Und zwar war die Frage, wie viele Kugeln Eis Jakob im Sommer alles gegessen hat. Und die richtige Antwort war 42 Kugeln. So, ja, das mal schauen, ich weiß nicht, wer jetzt der Sieger ist. Da würden wir gerne die Quizfee zu uns rufen. Und anscheinend müssen wir die kurz aus dem Feenland herbeizaubern. Die Spannung steigt, aber... dann nochmal an den glücklichen Gewinner, zwei Gewinner wird es ja geben, zwei Eisgutscheine im Wert von 10 Euro, aber nicht alles auf einmal aufessen, könnt zu kleinen Gehirneineisungen führen ansonsten.
Ich glaube, wir nutzen gleich die Zeit, einfach dann, um gleich mal ein bisschen Werbung für unsere Redax zu machen, oder? Ja, klar. Also, falls jemand, der hier draußen zuschaut... oder im Internet. Genau. Mal Lust hat, einfach bloß zu uns zu kommen. Die Redaktion findet jeden Montag um 17 Uhr hier statt. Das hier ist die Theresienstraße in Fürth und da müsst ihr einfach ins Connect gehen. Genau, wir sind natürlich auch über Facebook, YouTube und so weiter erreichbar und über die Website könnt ihr auch E-Mail-Adressen herausfinden, eben Connect Fürth. Hoffentlich vielleicht auch irgendwann eingeblendet. Ich weiß nicht, ob wir das vorbereitet haben oder nicht. Heute ein bisschen stressig. Ja. Ah ja, ich sehe gerade, die Quizze ist eingetroffen. Na dann, würde ich mal sagen, wir lassen jemanden den Jungs vom Rollsportfest mal ziehen und schauen mal. Waren zwar selbst beteiligt, aber ganz blind, Augen zu und rein. Und der glückliche Gewinner ist einmal? Der Mario. Mario und? Und der Paul. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Dann viel Spaß mit den Eisgutscheinen. Und uns bleibt eigentlich nur zu sagen, dass uns gefreut hat, dass ihr alle da wart. Vielen Dank vor allem auch unsere Band und nochmal an die Jungs vom Rollsportfest. Und zum Ausklang gibt es dann gleich nochmal Rainer Reihe zu hören mit ihrem Song Tower and Houses. Dankeschön. On a hill of trash, and some warm breeze fills my hands. I set sail, but don't sail away. Rain falls, but it feels like nails. So much green, but less the towers and houses. What do you see? Oh, what a mess. Towers and houses. I know this town disappears, but what do you see? This town will grow, oh, won't you leave? So much green, but less the towers and houses. What do you see? Oh, what a mess, towers and houses. So much green, but less the towers and houses. What do you see? Oh, what a mess, towers and houses. Towers and houses I see, they won't grow. Towers and houses I see, but they won't grow in my eyes. So much green, but less the towers and houses. What do you see? Oh, what a mess, towers and houses. So much green, but less the towers and houses. What do you see? Oh, what a mess, towers and houses. Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Rainer Reier. Es war super easy und young hier.